Herr Schuh und die Liebe. Eine Entdeckungsreise auf der Suche nach der Liebe und ihren Schattenseiten. Und der Mann mit den 100 Kindern. Das Porträt eines ungewöhnlichen Samenspenders. Glaubt man der Statistik, gehört der September zu den beliebtesten Hochzeitsmonaten. Und glaubt man dem österreichischen Philosophen und Essayisten Franz Schuh, ist lieben können Glück und wirklich lieben das große Glück. Zumindest eine Zeit lang. Guten Abend bei Kreuz und Quer. Franz Schuh hat sich also auf die Suche nach der Liebe gemacht und dabei ihre Licht- und Schattenseiten kennengelernt. Oft war der Einsatz hoch und das Risiko nicht gering. Er hat Menschen getroffen, die einander lieben und solche, für die die göttliche Liebe ein hohes Gut ist. Und er hat Menschen getroffen, deren Liebe unerfüllt geblieben ist, sowie andere, deren Liebe in erster Linie ihren Haustieren gilt. Ohne Liebe scheint das Leben einfach schal. Grund genug zu fragen, was ist denn das, die Liebe? Es gibt viele Arten von Zuwendungen und Zuneigungen, auch von Obsessionen, die man Liebe nennen kann. Wenn die Liebe glücklich verläuft, dann ist sie die größte Macht im einzelnen Menschen, das Leben auf dieser Welt zu bejahen. In der Theorie scheint die Liebe ja einfach, in der Praxis ist sie es nicht. Diese Differenz, die Differenz von Theorie und Praxis ist vielleicht einer der Gründe, warum das Nachdenken über die Liebe nie aufhört. Was kann man über die Liebe sagen, was noch nicht über die Liebe gesagt wurde? Nichts. Aber von der Liebe lernt man, dass an ihr nur hin und wieder das Originelle fesselt. Gewöhnlich wird die Liebe wegen ihrer Intensität von denen, die sie empfinden, als ganz und gar einzigartig wahrgenommen, während sie für den Betrachter von außen immer dasselbe zu sein scheint. Herausragend ist die Liebe, die die Menschen für Menschen empfinden. Unter dem Titel Liebe ist aber besonders die Empfindung geläufig, die Menschen füreinander haben, die einander begehren und die einander sexuelle Erfüllung entweder tatsächlich ermöglichen oder in Aussicht stellen. Willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten, alle Tage ihres Lebens? Ja. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Eigentlich ist es doch zufällig, dass man den Geliebten kennengelernt hat. Und der wird dann zum absolut Notwendigen, nachdem man ihn zufällig kennengelernt hat. Also wie spielt sich das in der Lebensgeschichte ab? Bei uns ist die Liebe weit gereist. Wir haben uns in Amerika kennengelernt, obwohl ich aus Österreich bin und mein Mann aus Bayern. Also wir haben uns nicht getroffen und haben gesagt, der Partner ist der Partner fürs Leben. Bei uns hat die Liebe eine gewisse Zeit gedauert, um sich zu entwickeln. Was ist das für ein Gefühl, ne? Wenn man denkt, dass man mit so einem Entschluss, mit so einem Augenblick der Hochzeit eigentlich die Zukunft bestimmt hat? Ja, man überlegt sich das natürlich gut und gerade eine kirchliche Hochzeit, also vor Gottes Angesicht, so wie wir uns heute das Sakrament der Ehe auch gegeben haben im Eheversprechen, das ist schon was ganz Besonderes. Also für mich war das sehr wichtig und ja, dass wir uns jetzt entschieden haben, gemeinsam die Zukunft zu verbringen, ist ein sehr schönes Gefühl. Und wie ist das für Sie? Wie Sie sagen, was anderes? Ich stimme meiner Frau natürlich zu 100% zu. Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht. Das Sexuelle ist gleichsam der Bereich der Intimität, von dem aber auch in der Öffentlichkeit etwas bekannt werden soll. Die Hochzeit ist ein Ritual, mit dem vor Gott und vor den Menschen bezeugt wird, was Sache ist.
Die Liebe hat eine Hochzeit, einen Höhepunkt. Aber für die meisten taugt die Liebe nur, wenn sie auch Dauer hat, wenn sie eine Ewigkeit auf Erden ist. Das Ehepaar Heberger ist seit 50 Jahren verheiratet. Sind 50 Jahre eine Ewigkeit auf Erden? Ja. Was bedeutet Liebe? Füreinander da sein, nicht? Ja, eigentlich ständig alles tun. Also das ist auch, dass man sich nicht irgendwie etwas Böses tut. Das, natürlich diese himmelhoch jauchzende Liebe, die hat sich also irgendwo dann, die ist in ein ruhiges Fahrwasser gegangen. Nicht? Ich meine, nach 50 Jahren ist das auch kein Wunder. Und das Wichtigste ist das Gespräch. Also man spricht über seine, wie soll ich sagen, seine Fehler oder seine, was ihm passiert. Ja, wirklich? Okay. Gut. Ja, sollte man. Nicht immer, aber man sollte es, ja. Die Schrullen, die muss man sich gegenseitig zugestehen. Ja, man kann sie doch auch ruhig immer sagen, weil sie stickt und strickt und alles Mögliche. Und das ist eine Schrulle irgendwie und das wird halt akzeptiert. Also ich meine, schauen wir es an und denken wir meinen Teil, aber es ist ja meine Schrulle. Ja, na, und du liest stundenlang die Zeitung und denkst mir, Himmels Willen, da sind schon keine Buchstaben mehr drin. Also es ist, ja, es hat halt so jeder seinen Vogel oder wie auch immer. Ja, wir korrigieren gut. Fachzeitungen, nicht bitte. Ja, natürlich, nur Fachzeitungen. Klar, Eisenbahnzeitungen. Ja. Dampf ablassen, ja, das ist ein richtiges, wie soll ich sagen, eine Erfrischung. So wie man sich, wenn man dreckig ist, Entschuldigung, wenn man schmutzig ist, wenn man da badet, dann ist man eben frei. Also auch, dass einmal ein gesunder Streit die Luft wieder reinigt. Also das ist schon richtig. Nun darf man dann nicht das Handtuch werfen und sagen, es ist aus. Natürlich gibt es Auf und Abs, das ist ganz klar, das gehört dazu, aber wir haben uns letztendlich dann zusammengerauft. Ne? Das kann man hundertprozentig sagen. Ja, dass, ich meine, wenn man sich nicht zusammenrauft, dann würde ja so wie der Durchschnitt der Ehen sein, wie wir gehört haben im Rathaus, 9,5 Jahren sein. Also bitte, 50 ist schon praktisch 5-mal so lang, nicht? 5x1 ist 45, das ist mehr als 5x. Ja, das. Gut. So genau sind wir nicht. Sie ist genauer wieder. 50 Jahre aushalten, das frage ich mich auch. Also. Ein Rezept? Nein, gibt's nicht. Es ist eigentlich, sagen wir, das gegenseitige Freilassen und das starke Bewusstsein, es ist auf jeden Fall wer da. Aber. Anketten kann man sie gegenseitig. Nein, nicht im geringsten. Nicht. Das ist ganz einfach unmöglich. Es gibt wahrscheinlich gar keinen Gefühlszustand, der so sehr wie die Liebe medial geprägt ist. Nicht zuletzt durch die Darstellung der Liebe stellen die Menschen sie selbst dar. Medial geprägt heißt, aus Liebe hat man von der Liebe Bilder gemacht und dann hat man Liebe gemacht, wie man sie von den Bildern her kannte. Was ist der Mensch? Unter Umständen ein Liebender. In unserer Kultur ist der Kuss
als Vorstufe der körperlichen Vereinigung schon eine Strategie herbeigesehnter Verschmelzung. Nicht jede Liebe der Menschen gilt den Menschen. Man kann sagen, dass man die Natur liebt oder man kann auch Tiere lieben und es scheint, als gäbe es extra Züchtungen von Tieren, die man nichts als lieben kann. Das ist Bettina Wilfinger. Sie sorgt für drei Mopsbuben, für Lord, Merlin und King. Also meine Möpse sind für mich mein Leben. Also diese Rasse, muss ich auch dazu sagen, ist einfach unbeschreiblich lieb. Und Liebe ist für mich einfach alles für sie zu tun, ihnen das bestmöglichste Leben zu ermöglichen. Bei uns beginnt der Morgen mit einem Aufwachprogramm. Ja? Das heißt ungefähr, wir brauchen einmal so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis sie überhaupt einmal munter sind. Ja? Dann machen wir einen tollen Spaziergang in der Früh schon. Wie ich beginne dann in der Früh, wenn wir dann vom Spaziergang zurück sind, für sie zu kochen. Was heißt Sorgen? Hier sieht man Hunde, die gesünder leben als die große Mehrheit der Menschen. So, da kommen jetzt noch Zusatzstoffe hinein. Für den King brauchen wir zum Beispiel das Kollagen dazu gemischt für seine Gelenke. Der Merlin bekommt eine Heilerde dazu, weil er öfters Probleme mit dem Magen hat. Dann kommen noch dazu zum Beispiel Kokosflocken und noch ein Schuss Bio-Leinöl. Also die Liebe zu meinen Hunden ist unbeschreiblich groß, das muss ich auch sagen. Sie ist anders als sie zu Menschen, weil für mich ist, sie sind jeden Tag so liebevoll zu mir und somit bin ich auch jeden Tag liebevoll zu ihnen. So, jetzt gehen wir Kaffee essen. So, fertig. Also für mich sind halt immer meine Hunde meine Kinder. Hört sich blöd an, aber das ist so. Also für mich sind sie wie der Kinderersatz. Kinder könnte man jetzt nicht 2-3 Stunden alleine lassen. Hunde schon. Hunde sind, man kann sie wirklich überall mit hinnehmen, vor allem Möpse überall mit hinnehmen. Die Frage Kind, wie gesagt, mein Mann ist sehr viel unterwegs. Somit sind mir die Hunde einfach total wichtig geworden. Ja, auch, muss ich auch dazu sagen. Ja, toll, haben Sie das gemacht. Alles fertig gegessen. Wow. So, jetzt müssen wir den Mund auch noch abwischen. Brav. Ja, eigentlich, sie werden für alles gelobt, weil sie einfach, wie gesagt, den ganzen Tag eigentlich brav sind. Und ich das immer wieder wiederhole, dass sie eben brav sind. Und das ist so automatisiert. Also ich sage auch, bitte kommt ihr her. Und sagen nicht komm, und wahrscheinlich hören sie auch darum sehr, sehr wenig. In dieser Lade sind die Alltagsgrußgeschirre, die wir so unter der Woche verwenden, in allen möglichen Farben, teilweise auch maßangefertigte für natürlich alle drei meiner Mopsbuben. In dieser Lade sind teilweise maßangefertigte oder ganz spezielle Halsbänder, wie zum Beispiel diese, die so eher leicht in Tracht sind. Wir gehen meistens auch, also wenn ich zum Beispiel in Rot angezogen bin, gehen die Hunde auch in Rot aus dem Haus. Wenn ein Hund weglaufen würde, ich glaube, eine Welt würde zusammenbrechen. Eine Welt würde zusammenbrechen. Also, na, unbeschreiblich. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Gell, Schätzchen? Ein Küsschen. Damit sie immer bei mir bleiben, habe ich mich dazu entschlossen, die Köpfe mir tätowieren zu lassen. Und somit werden sie sowieso mein Leben einfach bei mir sein, solange ich lebe. In unserer Gesellschaft ist das Wissen über die Menschen verteilt. Verschiedene Disziplinen wissen über Verschiedenes vom Menschen Bescheid. Man geht nicht falsch in der Annahme, dass die Psychiatrie,
vieles von den Menschen weiß und dass die Chefärztin der forensischen Abteilung der Landesnervenklinik Wagner-Jaurek, Heidi Kastner, besonders viel über sie wissen muss, da sie eine vielbeschäftigte Gerichtsgutachterin ist. Sie sind skeptisch, was die Liebesfähigkeit betrifft. Naja, ich bin skeptisch, was diese Zuschreibung von Liebe zu allen möglichen Zuständen betrifft. Ich glaube, es kommt immer und überall darauf an, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich von einer gesunden Basis ausgehe, nämlich auch von der Fähigkeit, für mich selbst stehen zu können, ohne mich dauernd irgendwo anlehnen zu müssen. Und wenn ich dauernd Gefahr laufe, umzufallen, wenn der, an den ich mich anlehne, weggeht, dann kann das keine gute Basis sein. Es ist einfach kein gesunder Sockel. Und ich glaube, es ist wirklich für alles und jedes zentral, dass ich für mich selbst einfach auch stehe. Und da fällt mir ein, der Adorno hat mal gesagt, die Kultur leidet sozusagen darunter, dass die Leute alle geliebt werden wollen, ohne selber lieben zu können. Das wird schon so sein. Ich glaube, wenn man prima den Anspruch stellt, geliebt werden zu wollen, dann hat man mit Liebe nicht viel am Hut. Die Fähigkeit, lieben zu können, ist jetzt nicht zwingend davon abhängig, dass ich einen anderen habe, der mich liebt. Das ist immer eine Fähigkeit, die man halt hat oder nicht. Ob man sie dann auslebt oder ausübt oder an ein Objekt adressiert, ist die zweite Frage. Wie ist denn der positive Begriff von Liebe? Was könnten wir uns darunter vorstellen? Ich glaube, es hat vor allem auch mit Hingabe zu tun und mit Ausliefern. Das macht aber Angst. Ich glaube, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich wen liebe, wenn ich mich in einem gewissen Maße ausliefere. Damit aber auch das Pouvoir gebe, mich zu beschädigen. Und wenn ich mich täusche, ist es fatal. Also Liebe, glaube ich, versteht schon den anderen als Teil von sich selbst. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich davon, glaube ich, nicht reden. Sind Sie skeptischer geworden durch Ihren Beruf, als Sie es am Anfang waren? Je mehr ich die Menschen kenne, desto mehr liebe ich meinen Hund, oder wie war das? Nein. Ich bin vielleicht anspruchsvoller geworden, was die Qualität von Beziehung betrifft. Und gleichzeitig aber rücksichtsvoller, was oberflächliche Teile betrifft. Ich kann aber nicht sagen, ob das jetzt am Beruf liegt oder am Älterwerden. Aber prinzipiell stehe ich dem Konzept des Lebens nicht kritisch gegenüber. Es besteht also kein Grund, die Liebe zu idyllisieren, weil Liebende sich einander ausliefern und einander zugleich vor diesem wechselseitigen Ausgeliefertsein schützen müssen. Die Liebe ist ein gefährliches Spiel. Einerseits intensiviert sie das Leben, andererseits kann einem die Liebe furchtbare Schmerzen bereiten oder sie kann zu schrecklichen Taten führen. Auch Trennungen können einen Menschen aus der Bahn werfen und alles kann zum Gewerbe werden. Peter Treichel betreibt nicht nur eine Partneragentur, sondern auch eine Agentur zum Schlussmachen. Einmal Schlussmachen, 170 Euro, bitteschön. Eigentlich braucht man mich gar nicht. Ja. Weder Partnervermittlung noch Trennungsagentur. Würde man nur das tun, was man in den ersten 3 Monaten einer Partnerschaft gemacht hat, dass man Blumen geschickt hat, dass man, ich bin prinzipiell mit jeder neuen Liebe mal als erstes nach Venedig gefahren, habe ein paar Tage so einen richtigen Eindruck geschunden. Ja, also eigentlich braucht man nur das da, was man am Anfang einer Partnerschaft getan hat. Da war ich allerdings brotlos, also ist nicht so schlimm, wenn es ein paar Leute vergessen, wie es geht. Das heißt, Sie hätten es schon probiert, aber ich nehme es nicht an, oder? Ich höre ich da heraus dann. Okay, ich überbringe ihm einfach die Botschaft mit oder ohne Angaben von Gründen. Nur wenn Sie eben eh schon sagen, dass das jetzt mal wieder in einem Streit endet, war vielleicht schon gut, dass man auch versucht, ein kurzes, klärendes Gespräch mit ihm zu führen. Danke. Das System der Kisten ist auch noch für sich so ein bisschen etwas Symbolisches. Prinzipiell gibt es 2 Kisten. Ich sage aber sehr lustig gesagt, es gibt noch so ein Proro-Kisten. Ja, Frage ist, was ist denn der Partner noch wert, wenn man Schluss macht? Proro-Kisten insofern, das ist ein ganz Hund einfach ein Schnaps haben wir mal drinnen. Und dann gibt es natürlich auch ein edles Kisterl. Dann, wenn man sagt, ja,
zum Beispiel, da ist dann ein Champagner drinnen, auch die Schokolade hebt sich von der anderen ab. Ansonsten ist in der Kiste immer das Gleiche drin. Und was wir auch haben, was wir im Nachhinein dann eingeführt haben, eigentlich so ein bisschen aus eigener Erfahrung auch, das Lass uns Freunde bleiben, was eigentlich eine sehr einfache Methode ist, auch die beste oder die einfachste, wenn ich Schluss mache, du hast mir nicht verdient, aber lass uns Freunde bleiben, so ungefähr. Auch der Inhalt gleich, wichtig natürlich, dann ein Gutschein von mir, von der Partnervermittlung dabei. Ja, eigentlich ist es ein rundes Konzept. Ja. Ich sage mal, ich möchte ganz übertrieben sagen, wir machen aus einem unglücklichen Pärchen zwei glückliche Single. Prinzipiell mache ich gern Trennungen und zwar ich lasse mir genaue Termine geben. Und dann ist es so, dass ich sehr gern 5 Minuten bevor der geht, sowieso 100% an Stress habe. Übergebe die Kiste, überbringe auch die Botschaft. Die lustigste Trennung war ein älterer Herr, 70 plus, die sind über 40 Jahre zusammen. Und er hat gesagt, Herr Dreichel, sie spricht nicht mehr mit mir. Egal, was ich sage, sie sagt, Schatz, es passt schon. Und er mag nicht mehr. Auf jeden Fall fahre ich dann hin, dann denke ich mir, jetzt sitzt der Mann auch da. Also sie ist da gesessen, der Mann hat eine Zeitung so gehabt, er hat sich bewusst hinter der Zeitung versteckt. Und anhand der Autos sieht man gleich, wer kommt. Und sagt, Schatze, der Schlussmacher kommt. Dann ist die Frau eigentlich mir eh schon entgegengekommen. Ich glaube, das war meine lustigste und kürzeste Trennung. So in 20 Sekunden. Sie schaut mir an, was ich da mache. Sage ich, ihr Mann hat mich einfach beauftragt. Ja. Sie reden nicht mehr mit ihm, sie sprechen nicht mehr mit ihm. Ja, und er mag nicht mehr. Also es geht so auf keinen Fall mehr weiter. Habe ich das Kisterl gegeben, bin ins Auto geflüchtet, schnell weg. Da war ich so sitzen geblieben. Ja. Und es ist lustig, weil ich dann vorbeigefahren bin, habe ich dann gehört, wie sie dann geschehen hat. Schatze, ich glaube, wir müssen reden. Nietzsche sagt, die Liebe, die in ihren Mitteln, der Krieg in ihrem Grunde, der Todhass der Geschlechter ist. Dieses Konzept erklärt die Liebe, die als das positivste Gefühl schlechthin erscheint, aus dem Umkippen des negativsten Gefühls. Jedenfalls vieles im Umgang von Mann und Frau erinnert an einen solchen Hass. Auch die Prostitution, die Käuflichkeit der Liebe, wird kaum jemals liebevoll sein. Wahrscheinlich wäre ohne Hass zwischen den Geschlechtern die Prostitution gar nicht möglich und gar nicht auszuhalten. Jedenfalls ist die gekaufte Liebe für den Freier ein schlechtes Geschäft. Man wünscht ja nicht nur zu begehren, sondern man will ja auch selbst begehrt werden. Und es ist das Begehrtwerden, das die eigene Begierde mitentfacht. Begehrt werden gibt's aber nicht für Geld, koste es, was es wolle. Jack Unterweger war ein verurteilter Frauenmörder und nach seiner Haft geriet er in Verdacht, Prostituierte ermordet zu haben. Unterweger nahm sich das Leben, bevor das Urteil über ihn gesprochen wurde. Die Anwältin Astrid Wagner hatte sich vor 20 Jahren in diesen Jack Unterweger verliebt. Eine Liebe, die im Vorhinein dazu verurteilt war, nicht ausgelebt werden zu können. 177 Besuche und hunderte Briefe zeugen von dieser Geschichte. Das hat einfach so angefangen. Ich habe in einem Brief geschrieben, sehr geehrter Herr Unterweger, diese Vorverurteilung ist schrecklich und es gibt Leute, die das nicht so sehen. Ich wollte ihm Mut machen und er hat dann relativ schnell geantwortet und das hat sich dann sehr schnell in eine Dynamik entwickelt. Ich bin ihn dann besuchen gegangen. Es hat sich quasi eine Beziehung entwickelt. 2 Jahre hat diese Beziehung gedauert. Es war so ein, wie sagt man, diese Stimmung da, dieses es war immer so ein Flirten. Ich glaube, sowas nennt man Erotik, nicht? Das ist eine erotische Spannung gewesen. Erotische Spannung. Du hast mir immer gesagt, ich soll es ausleben. Es sei menschlich. Aber es wäre gar nicht gegangen. Ich meine mit anderen. Weißt noch, Harry habe ich aufs Ärgste beleidigt, weil ich neben ihm wie ein Murmeltier eingeschlafen bin.
Das hat er nie überwunden. Und mit Erik ein paar Zärtlichkeiten, aber nicht bis zum Letzten. Und ich fühlte mich wie bei einer Pflichtübung, weil er es erwartete. Aber ich lebe nicht ohne, ebenso wenig wie du. Du spürst doch, wo meine Gefühle fast immer spät abends. Ich kuschle mich in den Kopfpolster rein, streichle, fühle dich. Es ist auch meine weibliche Sexualität, die viel umfassender, vielleicht auch fantasievoller ist als die männliche, zielgerichtete. Blicke oder diese Berührung der Finger durchs kleine Loch da, deine Wäsche riechen. Ja, es sind auch schmerzliche Sehnsüchte und trotzdem bin ich glücklich. Man verliebt sich natürlich in ein Bild von jemandem, natürlich ist es auch immer eine Illusion. Und da war natürlich schon dieser Moment, das weiß ich noch, wie ich ihn das erste Mal dann persönlich gesehen habe im Gefängnis. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine Desillusionierung war, aber das beobachtet man ja immer wieder. Der Mensch ist dann halt kleiner, wie man sich dann ihn vorgestellt hat. Vor allem hinter Gittern. Er ist hinter Gittern und er war natürlich wirklich, man sagt dazu, hefenblass, extrem. Also das war wie eine Weiße, es war irgendwie fast ein Schock für mich. »20 Jahre nach dem Tod Unterwegers schreibt Astrid Wagner ein Buch über ihre Geschichte mit ihm. Das Buch trägt den Titel Verblendung. Wie viel mörderische Schuld erträgt man an einem Menschen, den man liebt?« Sie glauben also nach wie vor, dass er unschuldig war. Oder das ist ja wichtig für die Erinnerung an Liebe. Ja. Nicht? Also man will ja nicht unbedingt jemanden lieben, der solche Taten begangen hat. Ich muss sagen, da ist wirklich nach wie vor ein schwarzes Loch. Ja? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das gemacht hat, aber ich sage jetzt auch nicht, dass er unbedingt unschuldig war, aber ich kann mir es auch wieder nicht vorstellen. Ich habe ja dann sogar ein Hölzel auch manchmal geworfen, nicht? Ich habe dann auch so gemeint, naja, wenn du vielleicht so quasi, mir kann er ja vertrauen und ich würde auch, klingt jetzt ganz blöd, ich würde auch das verstehen, irgendwie so in diese Richtung, aber das, er ist vollkommen unschuldig. Sie sind, das merkt man sofort, ein ausnehmend kluger Mensch. Aber haben Sie irgendwie das Gefühl, dass Sie hier irgendwie in was Irrationales, genannt Liebe, hineingedaumelt sind? Haben Sie eine Ahnung von dem Gefühl, das ich habe, wenn ich Ihnen zuhöre? Und das ist ja immer so, Liebe, die jemand erlebt und Liebe, die jemand von außen beobachtet, das sind Abgründe dazwischen. Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie da nicht einen Riesenblödsinn gemacht haben oder stehen Sie dazu? Sagen Sie, das ist ich stehe zu dem Blödsinn, unter Anführungszeichen, den ich gemacht habe, wobei ich ihn eben nicht als Blödsinn sehe, sondern schon, es ist ein ganz spannendes Kapitel meines Lebens gewesen. Jemand hat mir dann gesagt, vielleicht hat sich das sogar jetzt perpetuiert. Durch den Tod von Jack Unterweger ist es dann irgendwie in was Ewiges übergegangen. Haben Sie physisch gelitten? Oder haben Sie sozusagen dieses Leid der Unerfülltheit dazu benutzt, um so intensiver zu träumen? Naja, schon Zweiteres. Ich bin halt eine Träumerin vielleicht auch ein bisschen. Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich physisch gelitten hätte. Ich habe aber psychisch sehr stark gelitten. Ich habe jemanden kennengelernt, der, würde ich fast sagen, dem Tode geweiht war. Das hat er auch vom Anfang an auch immer wieder gesagt. Es ist auch in einem Interview groß dann erschienen, immer wieder, Selbstmord ist meine letzte Freiheit. Nicht? Ist die Liebe ein Gefängnis oder ein Zeichen der Freiheit? Die Religion ermöglicht oder verlangt die Überschreitung unserer beschränkten Liebesfähigkeit von den innerweltlichen Objekten zur göttlichen Transzendenz. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig,
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. So Paulus im Brief an die Korinther. Wenn du mich anblickst, schenkst du mir große Freude. Ich gehe ins Kloster. Bei den Salzburger Kapuzinern treffe ich einen Novizen, um von ihm mehr über die Liebe zu erfahren. Bruder Peter hat eine Vorstellung von der Liebe, die er nicht nur vor sich hin sagt, sondern der gemäß er auch leben muss. Das hat seinen Preis. Welche Rolle spielt der Verzicht für Sie? Ja, wir legen ja dann, ich bin noch Novize, aber am Ende dieses Weges, des Ausbildungsweges, legt ja jeder Bruder auch die Gelübde ab. Der Verzicht eben auf Besitz, auf geschlechtliche Liebe auch. Und auch auf den Eigenwillen im Sinne, dass wir einfach gehorsam auch sein sollen. Wobei wir verzichten nicht, weil wir uns selbst quälen wollen, weil wir unser Leben klein und unglücklich und traurig machen wollen, sondern weil wir ein Ziel vor Augen haben, für das wir eine gewisse Freiheit, einen Freiraum uns schaffen wollen. Und das ist der tiefste Sinn unseres Verzichts. Ist Ihnen das einleuchtend, warum vor allem der Verzicht auf das sexuelle Leben die anderen so wahnsinnig interessiert? Ja, das ist mir an sich schon einleuchtend, weil einfach der sexuelle Trieb im Menschen eine starke Kraft ist und das Leben jedes Menschen mehr oder weniger auch prägt, mitprägt. Und auch wir sind ja keine asexuellen Wesen, auch wir haben unsere Sexualität und es ist für uns auch wichtig, dass wir einen Umgang haben mit unserer Sexualität. Es geht nicht darum, die abzuschneiden von unserem Wesen, uns irgendwo hin zu verbannen oder zu unterdrücken, sondern in einer Beziehung auch mit unserer eigenen Sexualität zu leben und die so gut es möglich ist, einfach in unser Wesen auch zu integrieren, in unsere Person, so wie das, denke ich, für jeden Menschen wichtig ist, ob er jetzt hier im Kloster lebt oder außerhalb. Aus der Welt, aus der wir da daherkommen, wissen wir, dass Liebe nicht selten so ein Tauschgeschäft ist. Mhm. Nicht? Du gibst mir dieses und dafür kriegst du jenes. Und das ist oft gar nicht mal sozusagen bös gemeint, es ist einfach dieser Tauschwertcharakter ist uns eingeschrieben. Sie haben da einen ganz gegenteiligen Begriff von Liebe, naturgemäß möchte man sagen. Ja, eben. Für mich ist es zentral, in der Liebe sich zu schenken, zu verschenken, hinzugeben, könnte man auch sagen. Und das beinhaltet natürlich, dass ich nicht schon darauf aus bin, etwas zu bekommen. Liebe ist für mich in erster Linie der Wille, dem Nächsten und auch Gott Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und damit auch mich selbst zu verschenken, hinzugeben auch. Die Novizen der Kapuziner arbeiten in ihrer Ausbildung als Sozialarbeiter. Bruder Peter arbeitet für die Caritas in der Arche Süd, einem Notquartier für Armutsmigrantinnen aus den neuen EU-Ländern. Das Prinzip solcher Dienstleistung ist die Nächstenliebe. Nächstenliebe ist wohl eine Art Verpflichtung, die jedem Einzelnen einleuchtet. Denn jeder Einzelne ist irgendwann auf Hilfe angewiesen. Ist Nächstenliebe nicht wahnsinnig schwierig, wenn man die Leute so ansieht? Und wir leben ja in einer ziemlich skeptischen und ironischen und teilweise auch bösartigen Kultur. Nicht? Wir leben in einer Kultur, wo wir feststellen müssen, dass das Wort du Opfer als Schimpfwort gemeint ist.
Also versteht ihr euch da als Avantgarde oder als, sagen wir mal, die Zurückgebliebenen, die noch einen Sinn für Nächstenliebe haben? Es bleibt uns, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, nichts anderes übrig, als diesen Sprung auch ins kalte Wasser zu tun. Denn das einfach bedeutet auch, sich dem Nächsten, und zwar auch dem, der mir grundsätzlich mal unsympathisch ist, zuzuwenden. Aber das ist unser Auftrag, dafür sind wir hier. Aber das ist, zumindest haben Sie es jetzt gesagt, doch auch zum Teil eine Überwindung. Also es funktioniert nicht selbstverständlich. Nein, überhaupt nicht. Also wir sind auch aus Fleisch und Blut, wir haben den Grant, den jeder Mensch in sich trägt, mehr oder weniger, den haben auch wir in uns an sich. Aber wir wollen eben uns nicht davon leiten lassen. Die Menschen sind aufeinander angewiesen und viele benötigen Hilfe, bevor sie sich vielleicht selber helfen können. Spötter werden darauf hinweisen, dass man Gott, den Schöpfer, schon sehr lieben muss, um seinen Geschöpfen, den Menschen, beistehen zu wollen. Man kann gegen anderslautende Meinungen ohne Liebe leben. Viele, allzu viele müssen das sogar, aber niemand kann uns von der Zwiespältigkeit der Liebe befreien. Bezeichnend für den zwiespältigen Liebesmythos sind die an den Brücken angebrachten Schlösser. Liebende versperren sie und werfen den Schlüssel in den Fluss. Das soll die Freiheit sein, die der Liebe angemessen wäre. Die Liebe. Ohne Risiko ist man überhaupt nicht dabei. Bei zu viel Risiko wäre man lieber nicht dabei gewesen. Grund genug, sich zu fragen, was ist denn das, die Liebe?